Also, in dieser Lektion wollen wir lernen, was Loops sind, ja? Also, wir werden den For Loop, nennt sich das, lernen und den While Loop, ja? Also, gut aufpassen, denn das sind sehr, sehr mächtige Instrumente, um zu programmieren. Okay, die erste Sache, die wir lernen möchten, ist ein sogenannter For Loop, nennt sich das, ja? Du siehst ja auch das Wort For, das wird hier direkt markiert. Kommen wir mal dazu, was das überhaupt ist. Und das schließt sich jetzt mit dem vorherigen Kapitel. Wir hatten ja eine Liste, sagen wir mal, wir haben Früchte. Ja, eine Liste, die nennen wir jetzt Früchte. Und diese Liste enthält den Apfel, die Banane und die Schokolade. Auch wenn Schokolade keine Frucht ist, in meiner Lektion ist jetzt Schokolade eine Frucht. Okay, also wir haben eine Liste an Früchten. Und jetzt wollen wir, wenn du dir überlegst, diese Liste ist jetzt nicht sehr lang, aber wenn du eine Liste hast mit 300 Wörtern, vielleicht möchtest du dir die anzeigen lassen oder möchtest du irgendwas damit machen. Und dafür brauchen wir einen For Loop. Das heißt For, also Englisch für, jetzt sagen wir einfach eine Variable, wir nennen das einfach nur x, für x in Früchte, ja, das heißt für irgendein Platzhalter in Früchte. So, jetzt wieder Leerzeichen lassen. Print x. So, was heißt das jetzt? Okay, jetzt müssen wir ganz kurz das mal überlegen und hier mal schauen, was wir damit meinen. Also für das, was in den Früchten enthalten ist. Und das können wir nennen, wie wir wollen. Wir können x sagen, y sagen. Für den Platzhalter in Früchte, also in der Liste Früchte, druck mir oder gib mir das aus. Das, was das ist. Ja? Anders formuliert. Wir haben einen Platzhalter x, also wir wissen zum Beispiel, Früchte enthält verschiedene Elemente. Für das erste Element, für das zweite Element, zeigt mir im Prinzip alle Elemente an. Das heißt, was dieser For Loop jetzt machen wird, ist, er wird jetzt durch die einzelnen Wörter gehen und mir so lange alles anzeigen, bis es fertig ist. Schauen wir mal ganz kurz, wie das in Action aussieht, dann wirst du vielleicht verstehen, was ich meine. Keine Sorge, wenn dich das gerade verwirrt hat. Hier sehen wir gerade Apfel, Banane, Schokolade. Und in einem sehr schönen Format. Ne? Davor war es so ein bisschen mit einer Klammer drumherum und Komma und hier und da. Aber hier sehen wir, die Wörter wurden alle ausgedruckt. Ja? Oder ich sage immer ausgedruckt, angezeigt. So. Also, was haben wir hier gemacht? Für das Element in der Liste, in der Liste Früchte, die Liste heißt Früchte, das heißt, wir benutzen das Wort in, Doppelpunkt, jetzt macht damit irgendetwas, print, zeig uns an, welches Element wir gerade haben. Und das so lange, bis die Liste durch ist. Also wenn wir hier noch weitere Elemente haben in der Liste, wenn wir hier noch sagen, Kirsche oder was gibt's denn noch für Früchte? Sag mal ein paar Früchte jetzt hier. Pizza ist eine Frucht zum Beispiel, ja. Das heißt, wenn wir das jetzt hier wieder speichern, schließen und den For Loop machen, dann sehen wir, die einzelnen Elemente werden uns alle angezeigt. Ja, natürlich die Pizza. Die Pizza ist ja eines der wichtigsten Elemente in der Liste Früchte. Also ein For Loop, wie gesagt, ist einfach nur, und keine Sorge, wenn du das erste Mal das hier siehst und dich das gerade ein bisschen verwirrt, aber es ist wirklich immer in diesem Format, wenn du dasselbe mal eingibst, ein paar Mal gemacht hast, dann wirst du dich daran auch gewöhnen, dann wirst du dich auch daran mit daran anfreunden. Und hier, wir müssen das auch nicht X nennen, wir können das irgendwie nennen, wir können auch sagen I. Oder wir können auch sagen Element. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Wir können auch sagen, für das Element oder für ja, die Frucht in der Liste Früchte, drucke uns oder zeige uns das Element an. Also welches wir davon haben. Und dann geh so lange die Liste durch, von Anfang bis Ende, von Apfel bis Pizza. Geh die Liste so lange durch, bis du damit fertig bist. Das heißt, das ist ein Anwendungszweck für For Loops. Ja? Also ein Loop ist im Prinzip einfach nur etwas, das durch die ganze Liste hindurch geht. Iteriert nennt man das auch. Ja? Also es geht durch die ganzen Elemente in der Liste durch. Wenn wir eine lange Liste haben mit vielen Elementen, dann kann sowas sehr, sehr entscheidend sein. Und solche Dinge, die lernst du wirklich am besten, indem du das selber mal machst. Also wirklich, wenn du mal einen For Loop gemacht hast, dann wird dir das hier nicht mehr wie Fachchinesisch vorkommen, sondern dann wirst du auch verstehen, was das Prinzip dahinter ist. Ja? Deswegen nach diesem Video hier am besten selber sofort an den Programmcode gehen und selber versuchen, das nochmal nachzuprogrammieren. Was wir noch haben für eine Möglichkeit, sind While Loops. Ja? While. Das heißt,
solange eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, wird der Loop durchgeführt. Da muss man aufpassen, wenn die Bedingung kein Ende findet, dann kann das auch in einem endlosen Loop enden. Okay, was meinen wir damit? Ein While Loop ist ganz einfach. Wir definieren erstmal einen, und ich mache mal hier den ersten Code hier mit diesen Hashtags. Das heißt, die werden jetzt hier komplett ignoriert, damit das hier nicht mehr weiter stört. Oder wir können es auch löschen meinetwegen, aber ich habe das mal hier alles auskommentiert, damit uns das jetzt hier nicht mehr angezeigt wird, damit wir uns hier komplett auf den While Loop beschränken können. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir sagen einfach mal, der Counter i. Und i kann jetzt für alles stehen. Ja? Sagen wir mal einfach, nehmen wir das mal nicht i, nennen wir das mal Counter. Also irgendein Counter, ne, zum Beispiel die Anzahl der Spiele, die du magst oder irgendwas. Der Counter ist jetzt die Zahl 1. While, also während der Counter, machen wir mal vielleicht ein Leerzeichen dazwischen. While, müssen wir nicht. While, also während der Counter kleiner als 6 ist, ja, möchten wir, dass der uns den Counter-Ausdruck, also anzeigt. Das heißt, zeig uns bitte an, welchen Wert dieser Counter hat. Ne, also während, solange kann man auch übersetzen. Solange der Counter, diese Zahl hier, kleiner als 6 ist, Doppelpunkt, mach damit erstmal eine Druckfunktion und nachdem du das gemacht hast, möchte ich, dass du den Counter um die Zahl 1 erhöhst. Das heißt, Counter ist gleich Counter plus 1. Ja, also der Zahlenwert, den wir haben, der soll plus 1 addiert werden. Was passiert dann nämlich? Schauen wir uns das mal an. Und dann können wir darüber reden, was das Ganze bewirkt. Und dann sehen wir hier, der Counter, der hat bei 1 angefangen. Ne? Gucken wir das nochmal ganz kurz an. Der Counter hier fängt bei 1 an. Das heißt, am Anfang gibt er uns einfach nur den Wert 1 aus. Was macht er dann? Dann wird der Counter plus 1 addiert. Und dann fängt der Loop wieder von vorne an, wieder von oben. Während der Counter kleiner als 6 ist, und jetzt im Moment ist es Zahl 2, ist es immer noch kleiner als 6. Okay, zeig mir nochmal den Counter an, Zahl 2 und dann wieder plus 1. Und das wird so lange von vorne wiederholt, bis diese Bedingung hier oben erfüllt ist. Das heißt, solange diese Bedingung gilt, wird dieser Loop von oben nach unten, von oben nach unten, von oben nach unten immer wieder durchgangen. Ja, das ist ein While Loop. Je nachdem, welchen Anwendungszweck wir brauchen, wird sich das aus dem Kontext ergeben, ob wir einen While-Loop benutzen oder ob wir einen For-Loop benutzen. Ja? Jetzt bei While-Loops musst du wirklich aufpassen, weil wenn du hier zum Beispiel sagst, mein Counter ist vielleicht die Zahl, weiß ich nicht, oder sagen wir mal so, wenn du hier vielleicht irgendwie einen Fehler machst und sagst, solange der Counter, fangen wir mal mit dem Counter 2 an, solange der Counter größer als 1 ist, druck mir das jetzt aus. Was wird jetzt passieren? Überlegen wir mal ganz kurz logisch, mathematisch. Der Counter ist jetzt Zahl 2. Solange es größer als 1 ist, ist er gerade. Es ist Zahl 2. 2 ist größer als 1. Druck mir das aus, mach wieder plus 1. Was passiert dann? Fängt wieder von vorne an. Die Zahl 3 ist auch größer als 1. Druck mir das wieder aus, zeig mir das wieder an. Zahl 4, 5, 6. Das heißt, es wird endlos lange weitergehen. Ja, bis du hier siehst, es hört nicht mehr auf. Es ist ein endloser Loop. Und wenn wir sowas haben, das ist sehr unschön, drücken wir STRG C, damit wir das hier abbrechen. Dann siehst du hier auch die Fehlermeldung Keyboard Interrupt. Das heißt, wir haben es mit einem Tastaturbefehl unterbrochen. Das würde hier unendlich lange weitergehen. Also bei bei While Loops bitte ein bisschen aufpassen. Und ich mache mal die Kommentare hier von oben wieder weg, damit wir hier die Lektion nochmal schön als Übersicht haben. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Loop-Möglichkeiten kennengelernt. Einmal den For-Loop, also für ein bestimmtes Element in einer Liste oder in irgendwas anderem, in einem großen Datenset. Häufig sind es Listen. In einer bestimmten Liste und den Namen der Liste nehmen wir natürlich. Zum Beispiel druck uns das aus. Also zeig uns das an auf dem Bildschirm. While-Loops sind dazu da, wenn wir hier zum Beispiel irgendwie Counter haben und sagen, okay, zähl das mal weiter, weiter, weiter und irgendwann ab einem bestimmten Punkt, hör bitte auf. Ja? Diese Dinge sind sehr, sehr mächtig. Diese Loops sind sehr, sehr mächtig und damit hast du deinem Code schon so viel an Stabilität gegeben. Also wenn du diese Prinzipien verstanden hast, ja, was diese Loops bedeuten und diese Dinge, die verstehst du nicht, indem du nur dieses Video guckst. Du verstehst sie nicht, indem du nur dieses Video guckst.
Du musst jetzt anfangen, das selber auszuprobieren. Spiel ein bisschen damit rum. Und im nächsten Teil werden wir jetzt ein kleines Skript programmieren und damit beenden wir dann auch die Python-Serie.